Und wir wissen alle, du könntest es noch. Aber du hast dich entschieden, hier Experte zu sein. Wir sind drin in der Partie. Und du wirst gerade gebeten, dich hinzusetzen. Aber alles ohne Ball. Da soll er die richtigen Entscheidungen treffen. Und hier legt er zumindest mit dem Kopf direkt mal vor. Zielspieler Boyd! Terrence Boyd! Feiner Fuß, ich glaube Boyd tendenziell im Abseits bei dem Pass, aber die Fahne blieb unten. So, langsam brauchen die Waldhöfer was Zählbares und da ist es! Tor für Mannheim! Ein edelgesetzter Kopfball von Terrence Boyd. Der Zyklop schlägt wieder zu. Ja, und für Erzgebirge Aue, ich glaube, wir haben das im Vorfeld schon gut auch von Matze Heidrich, vom Geschäftsführer Sport, gehört. Alles im grünen Bereich. Aber trotzdem wollen sie sich auch mal wieder zurückmelden. Und jetzt sind sie wieder im Hintertreffen. Wieder sind es Boyd und Co. Und das ist Billard jetzt. Dritte Chance. Wieder Boyd. Der Waldhöfer von vor gut 6 Jahren. Kevin Konrad jetzt gleich bei uns in der Halbzeit. Er ist ein absoluter Waldhof-Insider. Kennt den Club extrem gut. Das sollte sich eigentlich heute ändern. Bis jetzt hat es das nicht. Vielleicht passiert es ja im zweiten Durchgang. Wir sind drin. Und ich bin gespannt. Zwei Spieler, von denen eigentlich ein bisschen mehr erwartet wird als immer nur die Bänkerrolle. Ja, das wäre gleich ein dickes Ding. Nikola 3, Tor für Waldhof Mannheim. Arase macht's gerade erst eingewechselt. Zwei. Ja, was hier alles gut? Die nächste große Möglichkeit. 1 gegen 1. One on one. Ein bisschen Straßenfußball. Und was für ein Tor. 3:0 für den Waldhof. Ochpala. Am Freitagabend. Und das war auch der Schlusspunkt. Dieser sehenswerte Treffer von Ochpala. 3:0 am Ende des Tages. Live beim Magenta Sport.